So, jetzt war ich zwar für kurze Zeit schneller, aber das hat mich jetzt so rausgeworfen aus der Bahn, dass ich jetzt langsamer bin. So, jetzt weiß ich nicht wohin. Das hast du doch absichtlich gemacht. Da unten rennst du rum. Nee, ich kann dich lotsen von hier oben. Kannst du? Ja, oder du bin... Habe ich die Treppe hier gebaut? Nee, habe ich nicht. Oh, was haben wir da? Lauter heiße Quellen oder wie? Ja, das sind so Geysire, die kann man irgendwann auch dann noch als verschießen. Ja, stimmt, das hast du mir ja schon mal gezeigt. Ne? Als Hitze, Strom-Dinger. So. Jetzt gucke ich mal auf die Map. Wo willst du denn hin? Ja, zum unserem, also zum Haupt. Ah, da wo der Schlepper steht im Grunde, ne? Der LKW steht. Ja, oder zum Lift. Lift me up. Okay. Sehe ich irgendwo den Stachel? Da sehe ich ihn. Okay. Ich schaue jetzt einfach mal, ob ich so schnell wie möglich, dass ich da hinkomme. Vielleicht schneller wie du. Das glaube ich nicht, weil ich nämlich gerade über die Karte fliege. Ich bin direkt über dir. Aha. Cheater. Hui, da komme ich nicht rüber. Hast du zufällig ein Ding einstecken? Einen Fallschirm? Fallschirm nicht, aber ich kann dir runter bauen. Nee, das passt schon. Ich will das schaffen. Yay, das hat geklappt. Ja, das geht. Beobachte dich. Aha. Ich bin über dir. Du bist über mich? Nee, da kam er runter. Your contract legally compels you to harvest this artifact. Das bisschen, was man da Schaden bekommt, ist das echt nicht schlimm, finde ich. Hm. Oder? Oh, da werde ich ein bisschen mehr Schaden kriegen. Egal, let's jump. Da vielleicht nochmal auf eine Kante? Nee. Nee, es passt. Ich habe keinen Schaden genommen. Da bin ich. Okay. Da geht's geradeaus in die Uranhöhle. Ja, dann bin ich doch gleich da. Und du fliegst immer noch? Ja, ich fliege immer noch. Ich finde den Bug cool. Flieg ruhig schön hoch. Vielleicht geht dir das Ding dann irgendwie aus. Na. Bist du schon mal auf die Dinger da gesprungen? Ja. Okay, das hat jetzt nicht geklappt. Aber wie man da wegbounzt von den Teilen. So, du hast ja im Grunde schon alles freigeschalten, ne? was es so gibt. Jetzt bist du tatsächlich, wenn du so das so rennst mit dem Rutschen, dann bist du tatsächlich schneller, als ich mit dem Jetpack hinterher zu fliegen. Ja, du kannst nur nicht, aufwärts kannst du halt nicht springen, das ist blöde. Ja. So, da sind wir jetzt gleich an dem Zahnstocher. Und bleib da mal stehen, auf dem Fundamentendingens. Auf dem Fundamentendingens. Wir kommen jetzt von der anderen Seite. Ja, da oben ist ja das Kupfer. Da genau, haben wir die drei. Da müssen wir jetzt nochmal hin zum Kupfer. Genau. Da habe ich ein bisschen umgebaut. Ach, das hast du umgebaut. Aha. Du hast ein Loch in die Wand gemacht, sehe ich. Wahrscheinlich aus Versehen. So, Leute, jetzt lasst euch mal verwirren. Also ich habe kapituliert. Jetzt komme ich da nicht hoch, oder? Doch. So, wo bist du jetzt? Du bist jetzt hier durch, oder wie? Ich bin hier oben schon. Du bist da oben schon. So. Angefangen hat das Ganze hier, an dieser Stelle. Kennt man ja. Es ist ja meistens der Punkt, wo man rauskommt. So, und du bist da oben. Da bist du. Ich sehe dich. Nun erklär mal. Sei mal erklärbär. Nein, wir müssen erst hier hoch. Ist da hoch?
was auf den Weltraumlift. Hä? Nein. Und wie jetzt? Du verschwindest mir irgendwie immer. Ja, du auch. Weil ich mich hier nur unten bewegen kann. Warte mal, ich tue noch mal das da ausziehen oder anziehen. So. Jetzt bin ich oben. Jetzt hier rüber. Worüber? Wenn ich dich sehe, dann weiß ich, wo du rüber meinst. Hinter dir. Hinter mich. Links. Ein bisschen weiter rechts. Ich bin direkt vor dir! Ach, da bist du. Ich sehe dich nicht mit dem gelben Hintergrund. Du hast gelbe Sachen an und bist vor gelbem Hintergrund. Oder orange, je nachdem. Okay. Und du fliegst immer höher, deswegen verliere ich dich auch ständig aus den Augen. So. Nun zeige ich mal, was hast du denn da gemacht? Jetzt hast du das Planschbecken hier auch genutzt? Richtig. Als? Und da wird jetzt das Bauxit und Wasser wird zu Aluoxidlösung und zu Quarzsand verarbeitet. Aluoxidlösung, Quarzsand. Okay. Bauxit und Wasser. Was haben wir hier sonst noch so für Rezepte? Oh, du hast eine Alternative für einen Quarzkristall? Ja, das ist ja... Was für eine Alternative? Also manchmal denke ich mir auch, für was die Alternativen gut sind. Ja, ja. Turbotreibstoff, alternativ reiner Eisenbarren. Was aber da bin ich mit der Produktion noch nicht so ganz zufrieden, da hackelt es noch. Im Moment läuft da gar nichts, weil ich hier die Aluoxidlösung ist komplett voll. Dementsprechend wird nichts mehr produziert von dieser Lösung. Dementsprechend wird auch kein Quarz produziert. Quarz und diese Lösung brauche ich aber, um Alu herzustellen. Mhm. Und wenn ich dann Aluminiumschrott raus, also diese Aluoxidlösung und Kohle wird zu Aluschrott und Wasser, und das Wasser fördere ich zurück in diese, wo diese Lösung hergestellt wird. Ach du Mist. Also das ist ein in sich geschlossener Kreis praktisch. Also das eine produziert, was das andere braucht, damit das produzieren kann, was das vordere wieder braucht. Okay. Ja, ich hab doch gesagt, ich soll euch verwirren. Richtig, ja. Alter. Und dementsprechend wird eben das Alu, was hier ist, dieser Aluschrott, wird gerade nicht verbraucht. Also wird nicht, zu okay, Alubarren. Okay. Weil ich müsste jetzt erst hier, also klar, ne, hier gesamtes Rohrsystem einmal leer machen. Mhm. Und dann fängt das wieder an zu arbeiten. Guckt, es kommt wieder Quarz. Kommt wieder Quarz. Da kommt Quarz. Tschung, tschung, oh, schießt es hier vorbei. Das sind die Fünfer-Pipelines hier, Fünfer-Bänder, ja. Ne? Ja. Also die rennen ja wie sonst was. Was fördern denn die MK5? Wo seid ihr da? 780 Ressourcen pro Minute. Alter. Jetzt habe ich gedacht, das Förderband MK3 ist ja schon schnell mit 270, ne? Ja, im Vergleich ist es voll langsam. Und ich sag dir jetzt halt auch schon mal eins, ne? Wenn wir jetzt halt ein neues Game anfangen, du wirst fluchen, weil das alles so langsam geht. Ja, ich habe jetzt schon keinen Bock. Ich habe halt jetzt schon echt keinen Bock. Ja, aber wie gesagt, ich möchte es halt nicht unbedingt gerne mit Mods spielen. Ne? Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare reinschreiben, ob ihr das gut fändet, wenn wir das mit Mods spielen. Sprich, wir können einfach drauf losbauen, ohne dass wir Mods brauchen. Ich meine, die Materialien... Ja, aber die haben wir halt am Anfang überhaupt nicht. Das heißt, wir cheaten ja am Anfang, ne? Wenn du alles bauen kannst, einfach ohne, dass du das Material hast. Nein, du kannst doch nicht von Anfang an alles bauen. Du musst es ja trotzdem herstellen. Du hast nicht alle Materialien so, dass du wie in anderen Game oder wie in Minecraft zum Beispiel, ne? Da machst du das Baumenü auf und holst dir die Blöcke raus, die du brauchst. So ist es nicht. Du musst es ja trotzdem herstellen. Das heißt also, ich kann keine Eisenbarren nutzen, bevor ich sie nicht einmal zumindest hergestellt habe. Oder theoretisch Beton. Oder also alles das, was du aus mindestens drei Materialien herstellen musst und nicht kaufen kannst, musst du herstellen.
Du kannst zwar die Gebäude kannst du bauen, aber herstellen musst du es trotzdem. Wie jetzt hier die Phase 4 zum Beispiel. Alles, was da oben ist oder diese Rahmen oder diese ganzen Dinger, das musst du trotzdem alles herstellen. Du kannst einfach nur bauen, aber herstellen musst du trotzdem. Interessant. So. Na gut, also wie gesagt, ich würde es mal ohne machen, sonst werde ich verwöhnt. So. Hier sind wir jetzt bei dem Kupfer, Kupferfertigung, oder? Nee, Quatsch, das Nee. ist Altöl oder Da irgendwas. wird das Gummi. Öl zu Gummi und zu Plastik und ein Teil von dem Öl wird zu Treibstoff, der wiederum in die Treibstoffstromgeneratoren geleitet wird. Das ist so krass. Das ist so krass und vor allem ist es ja, das Update 8 ist ja in der Mache. Man, das ist ja noch im Experimental Mode. Könnte man zwar schon hochladen, aber ey, was kommt da noch alles, ne? Das ist Ja. der Wahnsinn, was die hier gebaut haben. Also geschaffen haben mit dem Spiel. So, jetzt wollte ich noch mal ganz kurz das Eisendingsbums hier zeigen, wie es ja eigentlich angefangen hat, das Ganze. Weil hier kann ich eh nicht auf die einzelnen Maschinen hier eingehen. Genau, hier sind die drei. Das ist im Grunde der Anfang von allem, ne? Richtig, ja, das war der Anfang. Diese drei Miner. Und dann, ich habe das ja, das weißt du ja, das haben wir ja, wo wir zwei zusammen waren, habe ich ja das einmal komplett umgebaut. Also ihr seht schon hier, ne? Ich versuch's mal zu erklären. Du hast einen Miner angeschlossen an diesen Förderbändern mit diesen Verzweigungen. Das läuft in vier Container rein. Das heißt, der eine Splitter teilt's nach links und nach rechts. Und jetzt zum Beispiel der rechte Splitter wird nochmal geteilt auf den vierten Kanister. Genau, So, ja. und der nächste Miner, teilt sich quasi dann auch wieder in der Mitte. Wird dann nach links geteilt und läuft aber dann auch auf den anderen weiter. Also das Es ist, sind immer fünf. ja, das sind immer 5 Stück auf zwei. Mitte, 2, 2 links, 2, 2 rechts. Und die also die rechten äußeren, die kriegen ja immer weniger Material. Und deswegen laufen die Und von das wird, beiden genau, das Minen wird zusammen. kompensiert über diese Doppelbespeisung. Ja. Ja, und dann geht es halt weiter in die, ja, hier halt in die Schmelzen. Die in Doppelreihe, also oben und unten. Das ist doppelt gespiegelt. Eisenbahnen herstellen. Und die Eisenbahnen gehen dann wiederum in Container unten. Und die Container splitten sich dann auf in Eisenplatten, Eisenrohre. Die Eisenrohre werden wiederum gesplittet in Schrauben Schrauben. und in irgendwas noch, wo man so viele Schrauben dafür halt braucht. Schrauben und Platten, Eisenplatten. Ich sehe für die verstärkten Eisenplatten auch. Naja Ja, gut, genau. die Reihenfolge kennt man ja eigentlich, ne? Aber das ist schon Extremity. Ich kann dir mal zeigen, was ich Süßes gebaut habe. Oder hast du das Es ist weg. abgerissen? Ah, das Es hast du ist weg. abgerissen. Aber dafür steht da jetzt ein Iron Dome. Iron Dome. Ja, und den Moment. wollte ich dir zeigen. Okay, da bin ich jetzt halt neugierig, deswegen renne ich da jetzt auch gleich hin. Och, Alter, das ist ja von weitem schon. Die sind alle voll. Was? Das ist dein Zugriff quasi, Ja, auch. den du machen wolltest, oder? Nee, Da das ist habe ich alles einfach drin. nur, weil ich Inventarplatz leer brauchte. Moment, wie viel Inventarplätze? Das ist doch ewigst viel Inventarplatz, hör mal. Und was ist jetzt? Du nutzt jetzt im Grunde diese 5 oder 6 Eisenvorkommen, Alle die es hier alle gibt. Eisenvorkommen. Es sind Die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Stück, ja, 8 Stück Und sind an der ich Stelle. lasse zusätzlich mit Drohnen noch Eisen herholen. Vor allem, das läuft ja hier sogar mit Lücken. Ja.
das ist ein Auf und Ab. Alter Schwede. Uff. Na, das schaut nochmal krass aus hier. Kann man tatsächlich die Strommassen aufeinander stellen? Ja. Das ist ja arg. So, gucken wir mal, was stellst du hier her? Eisenplatten? Das ist einmal komplett an der, also dieser Klotz ist einmal komplett Eisenplatten. Das alles? Das alles macht Eisenplatten, ja. Das ist eine Eisenplattenproduktion. Weil man zu viel Eisenplatten braucht? Nein. Einfach weil es lustig ist. Einfach weil halt. Und das produziert Eisenbarren. Alter. Da hast du aber, ja. Boah, ist das ein Dampf hier. Du Umweltsünder. Und das Ding ist, das läuft noch nicht am Limit, ne? Da geht noch was. Ich könnte das jetzt nochmal nach oben drauf bauen. Das ist schon krass, ne? Nur, dann habe ich ein Problem mit dem Abfluss. Also der Zufluss ist okay, da habe ich genug Material. Aber der Abfluss, also das Produzierte, das staut sich ein bisschen. Okay, weil dann der Verbrauch von dem fehlt. Nee, weil die Bänder ja, du machst ja aus zwei Bändern oder aus drei Bändern eins sozusagen. Ja. Und das, was du, wenn du reinförderst, splittest du ja. Aber wenn du rausförderst, hast du ja einen Rückstau. Ja. Ja, und der Rückstau ist das Problem, wenn also bei dem System ist der Rückstau das Problem, weil ich nur einen Ausgang habe für 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, also aber 1, 2, 3, 4, 10, 20. Also 20 Maschinen pro Seite laufen auf einen Ausgang. Das ist so abartig. So, genau, da oben sind die zwei, hier stehen die vier und da vorne sind ja dann die anderen beiden. Also als Anfangspunkt ist das natürlich echt nicht schlecht, ne, bei so viel Eisen. Ja. Da oben hast du auch schon ein bisschen mehr mit Strom gemacht. Na, das waren ja die Anfänge. Ja. Ja. So. Ah, und hier ist aber alles zusammengeschlossen. Wasser und... Okay. Ja, aber gut, auch da sind die Rohre voll, ne? Obwohl alles zusammengeschlossen ist. Das ist heftig, ja. Ja, und hier musstest du halt reinstellen, so wie es halt gepasst hat, ne? Ja, genau. Oh Mann, ist das arg. Ja, ich bin schwer beeindruckt, muss ich sagen. Das wird bei mir wahrscheinlich nie so ausschauen, weil ich mache ja immer schön alles verschachtelt in einem Kasten. Naja, da dieser Kasten, der da drüben ist, der die Eisenplatten produziert, den habe ich extra für dich verkleidet. Extra für mich verkleidet? Ja, weil ich habe ja alles offen gebaut und du baust ja alles in so Kisten. Genau. Ja, dann dachte ich mir, ich will jetzt auch mal eine Kiste bauen, aber ich will eine richtige Kiste bauen. Ja, aber hast du da auch mit den richtigen Zuläufen gebaut? Oder gehst du einfach nur durch die geschlossene Wand? Nein, ich habe mit den richtigen Zuläufen gebaut. Ich habe sogar Türen drin. Ja, du kannst da unten auch rein. Ja, bin ich ja. Ja. Ich will wieder raus. Nee, ich meine, was ich gemeint habe, das ist mit diesen Anschlusswänden. Also, dass ja, hier außen. Da geht's, da drüben.
weiß nicht, wo bist du schon? Bist du unten? Ich bin unten außen. An irgendeiner Ecke. Müsste die beschriften mit Ausgang A, B, C, D. Aber in der Eisenbarrenproduktion, die Förderbänder, die rausgehen, die gehen durch richtige Wandeinlässe in die Wand rein. Ja. Okay. Okay. Und an der Ecke bin ich gerade. An der Ecke. Ja, ne, passt schon, passt schon. Jetzt haben wir ja quasi wirklich alles mal gesehen. Da sehen wir jetzt nochmal die Drohne, die ich nicht mir anschauen kann. Ah, jetzt. Ach so, nee, das ist der Landeplatz. Ja, okay, das muss ich mir dann nochmal genauer anschauen, wenn ich das dann selber baue. Dann ist es immer schöner, wenn ich selber baue, weil dann raff ich es auch eher. Das ist krass. Ja, ich bin schon mal gespannt, was auf jeden Fall für Kommentare kommen. Bestimmt gibt es einige Leute, die so gebaut haben in der Art. Also schön verschachtelt. Hauptsache, es geht schnell, schnell, schnell. Ich breite mich ja gerne aus und mache jedes immer separat. Es kommt gleich kurz jemand vorbei. Das ist diese eine kleine Pause, die ich angekündigt habe vorhin. Schau dich noch ein bisschen um. Beziehungsweise, keine Ahnung, aber du bist ja gerade in der Abmod. Dann würde ich mich nämlich schon mal kurz empfehlen, weil die nämlich gleich da ist. Aha. Und ich denke so, ja, keine Ahnung, 20 Minuten bin ich wieder da. Also für dich dann 20 Minuten bin ich wieder da. Für euch klar. Gleich wieder im Anschluss. Okay, nee, ich würde jetzt sowieso hier Fini machen. Dann haben wir unseren Special Part und alles andere kommt ja dann quasi im Koop. Ja, und wenn irgendwelche Sachen sind, die nochmal explizit gezeigt werden sollen, weil das einfach viel zu viel und viel zu schnell jetzt gerade war, in die Kommentare schreiben und dann findet man eine Zeit und dann kann man ja nochmal separat drauf eingehen. Oder wenn irgendwelche Fragen sind, wie ich hier diese Förderbänder gebaut habe oder wie, dann kann man das ja mal abfilmen zum Beispiel auch, genau. Wie man sowas bauen könnte, so als Tutorial vielleicht. Also ein Angebot meiner Seite. Aber schreibt es in die Kommentare. Liken, abonnieren, deabonnieren, nicht kommentieren, alles Mögliche machen. Hauptsache Interaktion ist da. Hauptsache Interaktion ist da. Auf die Tastatur hauen, auf den Bildschirm treten. Alles. Alles erlaubt. Genau, alles erlaubt. Genau. Ja, dann hast du ja schon mir das Wort aus dem Mund genommen. Dann sage ich jetzt auch nur noch, macht's gut. Schönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende und bis demnächst. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.